zeichnen. Ja, ich begrüße euch auf jeden Fall erstmal zur neuen Dienstagslerngruppe. Also aus Donnerstag ist jetzt Dienstag geworden. Ich habe jetzt noch einen weiteren Abend bis um 10, aber ich wollte diesen Abend eben auch ganz einfach haben, damit ich ein bisschen mehr Freiraum habe, wenn ich mal merke im Intensivkurs oder im Crashkurs oder sowas, dass es sich lohnt, da noch etwas ein bisschen ausgiebiger zu vertiefen, haben wir hier nochmal eine Dreiviertelstunde oder knappe Stunde, wo wir ganz einfach Sachen nochmal ein bisschen weitgehender besprechen können. Und heute habe ich gedacht, beginnen wir ganz einfach mit einem wichtigen Thema, mit den Verboten und den Geboten des Heilpraktikers, weil die braucht er alle für die Prüfung. Spätestens zur mündlichen Prüfung ist das ein absolutes Nonplusultra. Und es gibt da meines Wissens, glaube ich, keine vollständigen Übersichten. Ich bin auch ganz offen, wenn ihr da irgendwie noch was zu ergänzen habt, dann macht das auch ganz gerne. Und während ich die Lerngruppe eigentlich sonst richtig als Lerngruppe gestalten will, will ich das heute doch ein bisschen wie den Unterricht im Intensivkurs machen. Das heißt, ich habe auch ein Skript vorbereitet. Das bekommt auch der Intensivkurs oder auch Crashkurs, bekommt das dann. Da muss ich aber noch ein bisschen was ändern, weil das sind 50 Seiten, die werden wir heute nicht alle durchmachen. Keine Angst, wir werden uns wahrscheinlich weitgehend auf die Verbote heute Abend konzentrieren und die Pflichten vielleicht mal kurz ansprechen, beziehungsweise die Berufsordnung für Heilpraktiker und Detailfragen. Das werden wir im Kurs dann auch noch klären. Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber vorweg sei eben noch gesagt, es gibt also eine Planung für diese Lerngruppe. Ich habe die mal bis Juni gemacht. Da seht ihr ganz einfach, was da drin ist. Jetzt geht es natürlich erstmal so um die schriftliche und dann um die mündliche Prüfung. Da habe ich die Themen ein bisschen angeglichen und dann kommen wieder andere Sachen. Aber wenn ihr da Wünsche habt, Vorschläge habt oder sowas, schreibt mir ganz einfach eine Mail. Können wir jederzeit auch irgendwas ändern und ein bisschen was machen. Ja, die Verbote des Heilpraktikers, die zusammenzubekommen, das ist wirklich ein absolutes Muss für die mündliche Prüfung. Denn nicht selten wird eine mündliche Prüfung genau damit begonnen, dass man die Verbote des Heilpraktikers aufzählen muss. Jetzt gibt es da aber zwei verschiedene Anforderungsprofile bei Gesundheitsämtern. Bei vielen Gesundheitsämtern, bei den meisten Gesundheitsämtern ist es so, dass es ausreicht, die Verbote zu nennen. Ich darf dies nicht, ich darf das nicht. Bei anderen Gesundheitsämtern, da möchte ich explizit Heilbronn herausstellen, wo wir jetzt sehr viele Leute haben, müssen dazu dann auch noch die jeweiligen Gesetze genannt werden. Das heißt, aufgrund welches Gesetzes ist das Ganze verboten? Naja, muss man sich dann noch mit dem Heilmittelerwerbsgesetz oder Infektionsschutzgesetz und sowas ist ja klar, eben auch auskennen. Und deshalb möchte ich jetzt das nicht, wie man das normalerweise machen, dass jetzt jeder das sagt, was ihm da einfällt, sondern deshalb habe ich das Ganze mal so ein bisschen strukturiert, damit wir eben auch mal ganz kurz in den einen oder anderen Gesetzestext reingucken. Ich weiß, sowas ist nicht besonders beliebt, aber damit wir auch wissen, was in diesen Gesetzen drinsteht. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem naheliegendsten Gesetz an, welches nämlich die Grundlage unseres Berufes bildet, das Heilpraktikergesetz oder mit anderem Namen genannt, das Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung. Tatsächlich ist in diesem Zusammenhang schon mal gefragt worden in der Prüfung, von wann dieses Gesetz stammt. Weiß das jemand? Das Heilpraktikergesetz. Da gibt es nämlich einen Abschnitt, den ihr auch auswendig lernen müsst für eure mündliche. Nicole. Das war doch der 18.02.39, oder? Da war die Durchführungsverordnung, mal einen Tag vorher, dann hast du es. Okay, 17.02. Genau, und am ich Tag danach. Da immer mit. Ja, ich glaube, das ist auch kein Grund dann, dass man eine Gefahr für die Volksgesundheit ist. Aber es ist nicht so ganz up to date, stammt natürlich noch aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ja, da gibt es so ein wunderbares Sätzchen, und zwar beginnt erstmal dieses Gesetz mit dem Satz, wer die Heilkunde ohne als Arzt bestallt zu sein ausüben will, also keine Approbation besitzt, bedarf dazu der Erlaubnis. Und dann wird da wunderschön definiert, was denn Ausübung im Sinne dieses Gesetzes denn ist. Und das ist ein Sätzchen, das solltet ihr auswendig lernen. Nein, ich korrigiere mich, das solltet ihr nicht auswendig lernen, das müsst ihr auswendig lernen. Und viele fragen dann auch so, reicht das sinngemäß? Nee, da verhaspelt ihr euch, tut euch den Gefallen und lernt dieses Sätzchen auswendig. Hat das schon mal jemand auswendig gelernt? Weiß jemand, was da drin steht? Bitte, so halb, mal so kurz. Simone. Die Ausübung der Heilkunde im Sinne des Gesetzes ist jede berufsmäßige und gewerbsmäßige vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung und Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen
Auch wenn sie im Dienste eines anderen ausgeführt wird. Perfekt. Genau so muss das in der Prüfung kommen. Ich bin jetzt aber so nett und blende das Ganze auch mal ein. Ne? Also dieses Sätzchen muss ganz einfach so kommen. Und tut euch den Gefallen, dass ihr solche Sachen, Paragraph 6, solche Sätze hier und die Verbote runterrattern könnt, weil die Prüfungen werden häufig mit der Gesetzeskunde begonnen. Und wenn das am Anfang schon schlecht läuft und man bricht sich da einen ab, macht das A keinen guten Eindruck und B ist es natürlich dann eben auch für euch, für die Nervosität nicht gerade zuträglich. Ja, ich habe hier schon mal so ein paar Sachen angemarkert, aus denen sich natürlich dann auch Verbote ergeben. Und zwar, ich darf die Heilkunde nicht ausüben, wenn ich keine Erlaubnis habe. Dürft ihr denn, wenn ihr jetzt eure Prüfung besteht, direkt danach zum Beispiel einen Patienten behandeln? Ute? Nein, dürfen wir nicht, weil wir müssen das erst anmelden beim Gesundheitsamt. Also müssen wir mit denen abklären, ob die Räume, die wir dafür vorgesehen haben, in Ordnung sind. Dann muss geklärt werden, Praxishygiene, Hygieneplan. Das weiß man, muss man beim Finanzamt anmelden. Genau, die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Die nehmen uns das nämlich sonst sehr, sehr übel. So, das ist also schon mal die erste Einschränkung. Ich darf das einmal nicht ohne Erlaubnis die Heilkunde ausüben, was leider Gottes immer wieder auch gemacht wird. Und B, also ich muss meine Praxis dann auch angemeldet haben. Jetzt steht in diesem wunderschönen Sätzchen drin, dass jede berufs- oder gewerbsmäßige Tätigkeit und so weiter als Heilkunde gilt. Mir geht es um die zwei Begrifflichkeiten berufsmäßig und gewerbsmäßig. Was bedeutet das denn? Was ist eine berufsmäßige Ausübung und was ist eine gewerbsmäßige? Simone. Wenn ich dafür bezahlt werde. Ist es berufs- oder gewerbsmäßig? Ja, das Gewerbe muss ich ja anmelden. Nee, du bist ein freier Beruf, du brauchst kein Gewerbe. Sei denn, du willst Nahrungsergänzungsmittel verkaufen oder so. Gewerbe hast du nicht. Aber das ist ganz, ganz richtig. Gewerbsmäßig bedeutet, dass ich eine Gegenleistung dafür bekomme. Ob das jetzt in Form von Geld oder Eiern ist, völlig wurscht, aber ich bekomme eine Gegenleistung dafür. Ne? In der Regel Geld. Aber was ist eine berufsmäßige vorgenommene Tätigkeit? Was bedeutet das berufsmäßig? Nicole? Dass ich dann meinen Job letztendlich stundenweise ausführe, also eine gewisse Anzahl von Stunden. Was ist, wenn du ihn nur eine Stunde die Woche machst? Das ist dann nicht berufsmäßig? Das ist dann Hobby. Also dürftest du hobbymäßig dürftest du heilen? Nein, natürlich nicht. Das war jetzt ein Scherz. Entschuldigung. Ute. Das hat was mit der Regelmäßigkeit. Das hat damit zu tun, dass ich einfach den Heilpraktiker dann eben als Beruf ausübe. Es gibt auch Leute, die haben drei Berufe und ein Beruf davon ist vielleicht der Heilpraktiker. Ja, das ist ja das mit dem Umherziehen. Das ist ja nochmal was anderes, oder? Ich glaube, wir fragen mal kurz die andere Ute. Die hat mich gerade richtig angesetzt. Das hat was damit zu tun, dass ich das regelmäßig mache. Richtig, genau. Ne? Dass ich eine Wiederholungsabsicht habe. Also da käme zum Beispiel jemand an, der hat sich gerade einen Nacken verrenkt und man kann das, ne? Und man hilft dem gerade, ne? Weil der hat gerade tierische Kopfschmerzen. Wenn der jetzt aber sagt, hey, das hast du super gemacht, ne? Können wir das am Samstag wieder machen, also eine Wiederholungsabsicht da ist, dann ist es eine berufsmäßige Ausübung. Und dann braucht man ganz einfach die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde. Irgendein Mikro ist noch an. Ah, Ute, deins ist noch an. Entschuldigung. Danke. So, dann geht es aber weiter. Wer die Heilkunde ausüben will, erhält die Erlaubnis nach Maßgabe der Durchführungsbestimmung, also diese DVO, die Durchführungsverordnung, die wird ja einen Tag später erlassen. Er führt die Berufsbezeichnung Heilpraktiker. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. In welchem Zusammenhang ist dieses Sätzchen denn wichtig? Und da sollten wir gut die Ohren spitzen, weil sonst kann das Tausende von Euro kosten. In welchem Zusammenhang ist es wichtig, oder? Ich glaube, es hat was damit zu tun, was man zum Beispiel auf sein Praxisschild schreibt. Also, dass man nicht draufschreiben kann, Kraniosakraltherapeut, sondern kraniosakrale Therapie anbietet. Das stimmt auch schon mal. Ich darf keine arztähnlichen Bezeichnungen zum Beispiel führen. Das ist ganz, ganz richtig. Also für den Patienten muss es immer ganz klar erkenntlich sein, dass ich Heilpraktiker bin. Ja, Ute? Da passt doch jetzt dazu, Ausübung der Heilkunde im Umherziehen ist eben verboten. Ja, das kommt erst weiter unten. Jetzt sind wir noch bei der Berufsbezeichnung, warum die so wichtig ist. Also kann ja sein, dass ihr eine Praxis aufmacht und ihr nennt die Naturheilzentrum, ne? Oder Naturheilpraxis oder sonstiges. Ist ja auch in Ordnung. Aber es muss immer da draufstehen,
Heilpraktiker. Wenn ihr ein Rezept schreibt und einen Rezeptblock, dann muss da draufstehen Heilpraktiker. Wenn ihr eine Rechnung schreibt, dann muss da draufstehen Heilpraktiker. Eine Visitenkarte muss draufstehen Heilpraktiker. Auf dem Flyer und so weiter und so fort. Sonst könnt ihr da belangt werden, weil der Patient hat ein Recht darauf zu wissen, von wem er da behandelt wird. Ist das ein Arzt? Ist das ein Laie? Ist das ein Physiotherapeut oder wie auch immer? Es muss erkenntlich sein, dass er Heilpraktiker ist. Ne? Und da kann ich euch nur raten, da ganz akkurat drauf zu achten, weil gerade in Zeiten des Internets ist es so, dass diverse Abmahnfirmen unterwegs sind. Das ist zurzeit ganz, ganz schrecklich, was ich aus allen Ecken irgendwie höre, die ganz gezielt nach Fehlern zum Beispiel auf Homepages gucken und würde da irgendwo nicht Heilpraktiker stehen oder sowas. Ja, dann hätte man eine richtige Abmahnung im Raum. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das, was Ute gerade auch schon beschrieben hat, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich mache zum Beispiel Akupunktur oder ich habe eine Ausbildung in Homöopathie. Ich darf mich nicht Homöopath nennen. Ich darf mich nicht Akupunkteur nennen oder so etwas. Ich darf das Verfahren aufführen, aber nicht das Ganze als Berufsbezeichnung benutzen. Ne? Und auch keine arztähnlichen Bezeichnungen. Man muss zum Beispiel auch aufpassen, wenn man einen Doktortitel hat, der jetzt nicht medizinisch ist, ne? Dass der also auch ausreichend gekennzeichnet ist. Und nach solchen Sachen wird teilweise richtig gefahndet. Also von daher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Und jetzt kommt das, was Ute gerade angesprochen hat. Die Erlaubnis nach § 1 berechtigt nicht zur Ausübung der Heilkunde im Umherziehen. Ja, dieses Gesetz ist von 1939, da ging es erstmal darum, damals Sinti, Roma und so weiter, die sehr durch die Gegenden gezogen sind und Heilkunde ausgeübt haben, denen so einen Riegel vorzuschieben. Wir müssen das mal auf unsere heutige Situation ein bisschen übertragen. Wann übe ich denn die Heilkunde im Umherziehen aus? Ute oben. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Schwester gehe, die im Ausland lebt und dann da behandle, dann gehört es schon zum Umherziehen. Da kann man nicht also mal sagen, dass das ein Einzugskreis ist. Ja. Also ich glaube, der Unterschied ist der, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Praxis hier habe und eine Praxis dort und nochmal woanders eine Praxis, dann ist es okay. Mhm. Aber wenn ich eine Praxis habe und eben unterwegs bin, noch bei irgendwo anders und da praktiziere, dann ist es nicht erlaubt. Richtig. Ja, Nicole? Ich muss vor allen Dingen auch überhaupt mal eine Praxis angemeldet haben. In einigen Bundesländern ist das nämlich so, dass man eine Praxis angemeldet haben muss, um dann eventuell auch Hausbesuche und sowas machen zu können. Es sei denn, man hat nur eine Hausbesuchspraxis angemeldet. Aber dann musst du auch eine anmelden. Ja, genau. Es muss ganz klar und eindeutig sein, was du letztendlich jetzt hast. Es muss ja für den Patienten auch möglich sein, wenn er Nachfragen hat oder wenn man zum Beispiel rechtlich belangt wird oder sowas, dass da eine Adresse ist, dass da eine Telefonnummer ist. Ja, Ute? Also Hausbesuch, mal eine Definition dazu. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der in Portugal lebt und der ruft mich an und stellt mich quasi zu sich nach Hause, was ist denn dann? Ist ja auch ein Hausbesuch, ne? Ist dann nicht mehr im Umherziehen, ne? Oder? Ich frage mich, ob die Gerichte sich mit so einem Fall schon mal auseinandergesetzt haben, ob da schon mal geklagt worden also, ist. Also ich meine, ne? Was willst du machen? Also was wollen wir machen? Eigentlich können wir ja nichts machen, ne? Aber die ist da ja, bekannt, allerdings ne? Gilt das Heilpraktikergesetz in Portugal nicht. Dann könnten die Portugiesen wahrscheinlich was machen. Was gilt zum Beispiel in Portugal? Da geht es das gibt gar den nicht. Heilpraktiker nur in Deutschland. Den gibt es ja nur in Deutschland. Ne? Also von daher ne, also wäre das dann wahrscheinlich die Sache der Portugiesen. Ja, aber ich weiß zum Beispiel definitiv, also meine Freundin wohnt in Portugal, da gibt es eine Frau, die ist Heilpraktikerin. Also die lebt jetzt da vor Ort, aber die hat tatsächlich dort auch ihre Berufsbezeichnung Heilpraktiker als Praxislauf. Ja, das sind so Duldungsgeschichten. Also es gibt zum Beispiel auch Leute in Frankreich oder in Spanien, also gerade in Spanien, wo viele Deutsche wohnen oder sowas, wo das teilweise geduldet wird. Die dürfen dann häufig aber keine invasiven Verfahren machen. Aber den Heilpraktiker als Berufsbild gibt es nur bei uns. Gibt es nicht mehr in Österreich. Das heißt also, Punkt 1, ich muss einen Praxissitz haben. Und wenn ich außerhalb dieses Praxissitze behandle, dann muss ich zu einem Hausbesuch gerufen werden. Also nehmen wir mal das Beispiel, ihr werdet zum Herrn Müller gerufen, ne, weil der hat heute so Rückenschmerzen und ihr behandelt ihn bei einem Hausbesuch.
Und jetzt sagt die Frau Müller, ach Mensch, können Sie auch mal kurz mal einen Rücken machen. Dann müsstet ihr rein theoretisch mal kurz runtergehen, mal das Handy zücken und sagen, Frau Müller, rufen Sie mich mal an und bestellen Sie mich zum Hausbesuch. Also ich darf den nicht eigenmächtig irgendwie beschließen, dass ich jetzt Hausbesuche mache, sondern dazu muss ich also auch gerufen werden. Oder im Urlaub oder solche Geschichten, da darf ich es ganz einfach nicht machen. So, das heißt, wir halten das schon mal auf einer Folie fest. Keine Ausübung der Heilkunde ohne Erlaubnis. Wir müssen die Berufsbezeichnung Heilpraktiker führen und dürfen auch keine arztähnlichen Bezeichnungen, zum Beispiel Homöopath oder so etwas nehmen. Sonst werden wir gegen das Strafgesetzbuch eben auch verstoßen, wo es den Paragraphen über den Missbrauch von Berufsbezeichnungen gibt. Und wir halten fest, keine Heilkunde im Umherziehen. Kommen wir mal zu unserem Ja, Andreas. Ab wann darf ich denn dann den Heilpraktiker, was ich auf die Visitenkarte draufschreiben? Sobald du deine Prüfung hast. Okay, und wenn ich jetzt dann auf die Homepage dann schreibe, Hausbesuche auch möglich, dann ist es ja... Das ist in Ordnung. Hausbesuche sind gestattet, ne, wenn du rufen wirst dazu. Wenn der Patient sagt, bitte kommen Sie zu mir, dann kannst du das machen. Okay, das hat mich jetzt gerade nur verwirrt mit dem wird gerufen. Okay, ja. Mhm. Also du darfst nicht umherziehen und schreien, wer will hier eine Behandlung oder einen Stand auf dem Marktplatz aufmachen, ne, und sagen so, jetzt kommt mal alle her. Thomas. Habe ich jetzt noch eine Frage, wenn jetzt zum Beispiel einer eine Heilpraktikerpraxis hat in München und sagt, ich bräuchte dich mal für 1-2 Wochen zur Aushilfsweise. Mhm. Ja, dann kannst du ja in der Zeit eine Praxis anmelden bei ihm, in der Praxis. Kannst du ja eine Praxis jetzt anmelden. Ich habe auch zwei. Okay, okay. Für sowas geht. Okay. Ja, du kannst 10 Praxen anmelden, das kannst du schon machen. Ne? Gut, kommen wir mal, Ute. Vielleicht noch eine Frage dazu. Muss man dann auch einen Raum haben oder muss man nur anmelden? Wie meinst du das, einen Raum? Praxen, zwei oder drei, also wenn man jetzt noch andere Praxen in anderen Städten hat, muss man dann auch Räumlichkeiten haben oder muss man das nur anmelden? Ein schwieriges Thema, weil, also das muss eine Adresse sein, ne? Weil wie gesagt, derjenige muss sich ja irgendwo dran wenden können. Ne? Ja. Könnte aber sein, dass man da auch Ausnahmeregelungen und sowas bekommen könnte. Ne? Also das kommt immer sehr auf die Ämter an, weil Deutschland ist das Land der Verordnungen. Also es gibt immer für alles ein Gesetz und eine Verordnung und sowas. Deshalb würde ich dann raten, mit denen mal kurz drüber zu reden, ne? Damit man da nicht dann nachher Probleme bekommt. Alles klar. Mhm. Ne? Aber wenn man zum Beispiel, man muss jetzt nicht irgendwo Miete zahlen für eine Praxis. Kann sein, dass du irgendwo in der Praxis dann mitarbeitest, ne? Aber das ist dann dein Praxissitz, ob du dafür Miete zahlst oder nicht. Aber dann ist das eben angemeldet. Ne? So, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Der Heilpraktiker und Arzneimittel, also Medikamente. Was gibt es denn da für Dinge, die uns da einschränken? Ja, Thomas. Alles, was verschreibungspflichtig ist. Mhm, genau, also wir dürfen schon mal keine verschreibungspflichtigen Medikamente verordnen. Simone. Das die Medizingesetzesverordnung und das Betäubungsmittelgesetz muss man einhalten. Mhm. Mhm. Nicole, war es das, was du sagen wolltest? Ja, es ging um das Betäubungsmittelgesetz, ne? dass wir da das alles schön einhalten und die Verschreibung von den Betäubungsmitteln vor allen Dingen nicht machen, ne? Beziehungsweise die Sonderbestimmungen halt mit dem Opium ab D6 und Schlafmond ab D4, das dürfen wir ja. Aber alles andere ist uns absolut verboten. Genau. Schauen wir uns mal die Regelungen aus dem Arzneimittelgesetz von 1976 und das BTM, also das Betäubungsmittelgesetz, an, was für uns da relevant ist. Das erste ist schon mal genannt worden. Wir dürfen keine verschreibungspflichtigen Medikamente verordnen. So, jetzt kommt aber die Situation auf, also ich habe ein Medikament immer verschrieben und auf einmal ist es verschreibungspflichtig. Das kann sich ja ändern und ich habe das nicht mitbekommen. So, würde ich mich dann strafbar machen? Elena. Ich glaube nicht, verantwortlich dafür ist ja der Apotheker, der das rausgibt. Richtig. Ne? Das liegt im Ermessen des Apothekers. Es gab aber kürzlich in Brandenburg ein Gerichtsurteil bezüglich einem Apotheker, dass die Apotheker ohne Rezept auch nichts rausgeben dürfen. Ne? Also es kann sein, dass sich das bundesweit auch ausweitet. Was in den Prüfungen gerne gefragt ist, wo man das denn nachlesen kann. Und das Einfachste ist dabei die rote Liste. Da habt ihr dann hinten so ein Kürzel dran, RP für rezeptpflichtig, dann wisst ihr, das Ganze ist beschreibungspflichtig. So, dann sagt aber das Arzneimittelgesetz auch, dass wir keine Arzneimittel herstellen dürfen
und dass wir keine Arzneimittel abgeben dürfen. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand jetzt Homöopath oder so etwas ist und der sagt, na Moment, Frau Müller braucht wahrscheinlich so in 2-3 Wochen, braucht sie nochmal 3 Globuli, Ignatia, ne? Ach, da muss sie jetzt nicht irgendwie die ganze Packung kaufen, ich gebe dir mal 3 mit, dann würde man gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen, weil das ist ein registriertes Arzneimittel und diese Abgabe, das dürfen nur Apotheker und Tierärzte machen. Ne? Und von daher darf ich keine Arzneimittel abgeben. Die einzige Ausnahme ist, dass ich sie direkt am Patienten selber anwende. Was eine Grauzone ist, sind die Muster. Ne? Das gibt ja von den Pharmafirmen immer wieder Muster, werdet die ganze Zeit bemustert werden, ihr könnt euch auch Muster immer anfordern und so etwas, wo auch draufsteht, unverkäufliches Muster. Das ist so eine geduldete Geschichte, ne? Aber wir werden das nachher noch im Gesetz sehen, dass das auch nicht so einfach ist. Im Normalfall gibt es damit aber keine Probleme. Und dann ist noch so ein Punkt, die Bevorratung von Arzneimitteln. Natürlich braucht ihr gewisse Dinge da, vielleicht wollt ihr dem Patienten B12 spritzen oder Ginkgo oder was auch immer. Das heißt also, ich darf da schon was da haben, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Begehung durch das Gesundheitsamt da wäre und man hätte jetzt einen 100er-Pack irgendwie Ginkgo da, dann würden die sich fragen, ob man damit Handel treibt. Das heißt also, deshalb sollten da nicht die Riesenmengen da sein. Wenn man 10 Ampullen von was da hat oder sowas, ist das kein Thema, aber eben diese Riesenmengen, da sollte man aufpassen. Und dann haben wir eben den Sonderfall mit dem Betäubungsmittelgesetz. Das Betäubungsmittelgesetz verbietet uns eben nicht nur Betäubungsmittel abzugeben, sondern auch sie zu rezeptieren. Das heißt, wenn ihr auf eurem Rezeptblock ein Betäubungsmittel rezeptieren würdet, würdet ihr euch allein darüber strafbar machen. Dafür gibt es auch nummerierte Sonderrezepte, ne, damit die auch immer nachvollzogen werden können. Das ist auch wichtig für die Statistik, damit man auch sieht, wie viel verschreibt da irgendwie ein Arzt etc. Wir dürfen auf jeden Fall keine Betäubungsmittel verschreiben und schon gar nicht abgeben. Jetzt ist es aber so, dass einige homöopathisch arbeiten und es gibt hier die Ausnahmen, die Nicole gerade schon genannt hat. Und zwar Opium kann ab D6 verschrieben werden, homöopathisch, und Schlafhormone, das heißt also Papaver Somniferum, ab einer D4. Packen wir das doch auch noch auf unsere Folie drauf. Gibt es dazu erstmal noch irgendwelche Fragen? Nicole. Mit dieser Bevorratung, da habe ich noch eine Frage. Und zwar, wenn ich bei mir in der Praxis theoretisch Nahrungsergänzungsmittel auch mitverkaufen möchte und ich ein Gewerbe angemeldet habe, aha, und ich jetzt aber eine größere Bevorratung habe und meinen Patienten den Gang zur Apotheke ersparen möchte und denen letztendlich das verkaufe. Kein, ich sag mal, keine BT... Also ist ja kein Arzneimittel. Du sprichst ja gerade vom Nahrungsergänzungsmittel und nicht vom Arzneimittel. Nein, ich meine jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt gerade nicht, Vitamin B12 zum Beispiel, wenn ich da jetzt was rumliegen habe in größeren Mengen und ich das meinem Patienten mitgebe. Ich spreche jetzt nicht von Testmustern oder sowas, sondern irgendwie, was ich selber eingekauft habe, was der Patient dann mit nach Hause nehmen soll. Und ich stelle ihm das aber in, oder irgendwas. Ja, genau. Und ich stelle ihm das dann letztendlich in Rechnung. Das müsste doch aber funktionieren dann, oder nicht? Das ist ja kein Arzneimittel, ne? Also dadurch nicht apothekenpflichtig. Aber du brauchst eine gesonderte Abrechnung, du bist dabei dann eben auch mehrwertsteuerpflichtig. Ne? Und das muss alles gesondert sein und das Verkaufen darf auch nicht in deinem Behandlungsraum stattfinden. Du brauchst einen gesonderten Raum dafür. Aber vorne in der Anmeldung, das funktioniert, oder? Oder auch nicht? Ja, es darf auf jeden Fall nicht in deinem Behandlungsraum sein. Okay. Gut. Hier dieses Opium D6 und Schlafhormon D4, man, das kann sich ja auch jeder selber besorgen. Ja, das ist ja frei verkäuflich. Alles, was wir verordnen, ist ja frei verkäuflich. Ja. Wir können ja gar nichts verordnen, was nicht frei verkäuflich ist. Das meinte ich. Aber würden wir jetzt aufs Rezept draufschreiben, Opium in der D2 oder sowas, ne? Nö, das ginge dann nicht. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr beliebten Gesetz, das ihr aber schon sehr, sehr gut kennt, und zwar das Infektionsschutzgesetz. Im Infektionsschutzgesetz ist einiges enthalten, was unsere Tätigkeit als Heilpraktiker einschränkt. Welcher Paragraph ist denn da erstmal so der Dachparagraph, in dem so die wichtigen Dinge eigentlich niedergeschrieben sind? Behandlung von Personen mit einer meldepflichtigen Krankheit. Personen, die mit einem Infektions... Ja, welcher Paragraph? Ach, Paragraph 24 und Paragraph 7.
Paragraph 24, das ist erstmal unser Dachparagraph. Mhm. Genau. Und jetzt wolltest du schon ausführen? Ja, Personen mit einer meldepflichtigen Krankheit, also Behandlung von Personen mit einer meldepflichtigen Krankheit, dass es eben nicht erlaubt ist. Und soll ich das noch voll sagen? Ja, welche Paragraphen sind denn? Also Paragraph 24. Aufgeführt? Und also lass mich mal schön so runter, wie ich es für mich gelernt habe. Vielleicht stimmt es ja auch. Personen, die mit einem Infektionserreger infiziert sind, Paragraph 7, Schulbesuchsverbot für Infizierte, Paragraph 34, Personen, die an einer sexuell übertragbaren Krankheit leiden, Paragraph 24, und arbeiten mit Krankheitserreger. Das steht doch alles in diesem IFSG. Fehlt noch der 6er und der 5. Behandlung von Personen mit einer meldepflichtigen Krankheit ist doch der 6er. Ja, das ist der 6er. Genau. Und was, 15er? Genau, der 15er steht noch. Ah, den kenne ich nicht. Punkt. Sorry, alte Herren. Okay. Ne? Also schauen wir uns mal kurz dieses Sätzchen an. Hier steht alles drin. Behandlung von übertragbaren Krankheiten, also Behandlung von Personen, die an einer in Paragraph 6, ich kürze es ein bisschen ab, oder Paragraph 34 übertragbaren Krankheit erkrankt oder dessen verdächtig sind oder die mit einem Krankheitserreger nach Paragraph 7 infiziert sind, ist insoweit im Rahmen der berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde nur Ärzten gestattet. Das heißt auf gut Deutsch, wir Heilpraktiker sind raus aus der Nummer. Satz 1 gilt entsprechend bei sexuell übertragbaren Krankheiten. Vorsicht, da steht nicht übertragenen, sondern übertragbaren. Das wird häufig fehlinterpretiert. Und für Krankheiten oder Krankheitserreger, die durch eine Rechtsverordnung aufgrund des Paragraph 15 in die Meldepflicht einbezogen worden sind. Als Behandlung im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch der direkte und indirekte Nachweis eines Krankheitserregers. So, das heißt also, den 24er, den müssen wir kennen, den 6er müsst ihr auch auswendig lernen, aber wir haben hier schon Verbote, Paragraph 6, 34, 7, 15, sexuell übertragbare Krankheiten und der direkte und der indirekte Erregernachweis. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Was verbietet uns denn zu impfen? Aus welchem Grund können wir nicht impfen, Nicole? Impfen an sich dürfen wir. Wir dürfen nur die Urkunde nicht ausstellen, beziehungsweise den Impfausweis ausstellen, weil wir dafür auch nicht befugt sind, das auszustellen. Und außerdem sind Impfpräparate auch verschreibungspflichtig. Ne? Da würden wir nämlich sonst gegen das Infektionsschutzgesetz Paragraph 22 verstoßen, wo drin steht, dass der impfende Arzt diese Eintragung vornehmen muss. Ne? Übrigens steht hier unten auch das mit den Impfschäden nochmal drin, was immer so gerne übersehen wird, das weiterzumelden. Aber also wir dürfen keine Eintragung in den Impfpass machen. Ja, Ute. Wenn wir gerade zu dem Paragraph 15 zurückgehen, dann haben wir den vielleicht gleich vergessen. Das hat was mit der epidemischen Lage zu tun. Genau, Paragraph 15. Infektionsschutzgesetz ist die Anpassung der Meldepflicht an die epidemische Lage. Das bedeutet ganz einfach, dass das Bundesgesundheitsministerium die Paragraph 6 aufgeführten Erkrankungen oder die Erreger aus dem Paragraph 7, dass sie das aufheben können, einschränken können oder erweitern. Ne? Wenn zum Beispiel in dringenden Fällen, wenn sich jetzt ein Erreger ausbreitet, dass man nicht erst über den Bundesrat gehen muss, ne? Dass da also sofort die Meldepflicht angeglichen werden kann, bevor das ein riesengroßes politisches Prozedere ist. Ne? Das heißt also, da könnte jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einmal hier eine Ebola-Epidemie hätten, na okay, ist ja schon meldepflichtig, aber irgendwas anderes, was nicht drinsteht, könnte das sofort an die epidemische Lage angeglichen werden, ohne dass das jetzt eine große Bürokratie wäre. Jetzt gucken wir uns mal im Folgenden noch zwei andere Sachen an. Ihr wisst auch mit Sicherheit, dass wir die Zahnheilkunde nicht ausüben dürfen. Das verbietet uns einmal das Heilpraktikergesetz, aber vor allem das Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde. So, was heißt das für uns in der Praxis? Was dürfen wir nicht, Thomas? Also ich glaube, ab der vorderen Zahnreihe bis zum Ende vom harten Gaumen ist es für uns tabu. Darfst du in den Lippen? Darfst du da was machen? Darf ich noch. Ja? Weil das ist ja noch außerhalb der Zahnreihe. Das wäre auch nicht. Ne? Und es geht hinten wieder am weichen Gaumen los. Da dürfen wir wieder. Also man dürfte zum Beispiel Tonsillen anspritzen. Ne? Darf ich mir den Mund denn anschauen?
bräuchte ich sonst einen starken Tunnelblick, ne, da meine Augen zuzukneifen, um auf die Tonsillen zu gucken. Natürlich kann ich ihn anschauen und ich sollte ihn anschauen. Ich muss mir eine Zunge anschauen, muss mal gucken, ist da ein Sohr da, sind da Beläge da, sind da Stippchen da, damit ich die Leute auch weiterschicken kann. Ne? Also anschauen ist erlaubt, ne, anfassen dann wieder nicht. Ja, dann das Röntgen ist, glaube ich, auch allen klar. Es gibt zwar zum Beispiel auch Heilpraktiker, die haben Röntgenschein, weil sie MTA beispielsweise sind. Die MTAs zum Beispiel, die ihren Röntgenschein vor 1.1.88 gemacht haben, die dürfen das noch. Wer ihn danach gemacht hat, der darf es nicht mehr tun. Und ansonsten dürfen wir auch nicht mit radioaktiver Strahlung oder radioaktiven Substanzen und ionisierender Strahlung arbeiten. Das ist einmal in der Röntgenverordnung drin enthalten und in der Strahlenschutzverordnung. Ich glaube, es gibt zwei Heilpraktiker in Deutschland, die haben Röntgengerät. Und die haben eben dementsprechend länger noch ihren Röntgenschein bekommen. Dann war es eine vorletzte Prüfung, haben sie sogar irgendwie reingeschrieben in der Prüfung, war eine Aussage anzukreuzen, der Heilpraktiker darf nicht röntgen. Ne? Ganz so stimmt es nicht. Wie gesagt, also es gibt welche, die dürfen es noch, aber danach darf man es nicht. Jetzt kommen wir mal so zum Thema, ja, hauptsächlich alles um die Frau. Wir dürfen keine Geburtshilfe leisten, außer im Notfall. Das wird uns verboten über das Hebammengesetz. Jetzt ist ja so die ganze Frage so rund um die Geburt herum. Wann darf man denn da behandeln und wann nicht und was nicht? Können wir das vielleicht mal konkretisieren? Nicole. Also wir dürfen auf jeden Fall in den ersten 3 Monaten ja sorgfaltspflichtmäßig nicht behandeln, und sobald die Venen einsetzen, müssen wir halt auch die Finger davon lassen, aber ansonsten dürfen wir die Schwangere während ihrer Schwangerschaft schon begleiten. Ob wir das jetzt, wir müssen halt nur der Sache sicher sein, was wir da anwenden, ob wir jetzt, sag ich mal, ob wir Akupunktur machen oder ob wir jetzt Globulis verschreiben oder mitgeben, da müssen wir uns sicher sein, dass das in Ordnung ist. Aber sobald die Schwangere Wehen bekommt oder so, sind wir eigentlich raus. Sind wir raus, genau. Und Sorgfaltspflicht gilt ja sowieso immer, ne? Ute. Sie hat gerade gesagt, die ersten 3 Monate nicht Sorgfaltspflicht. Doch, darfst du. Aber, da gibt es kein Gesetz oder sowas, was uns verbietet, eine Schwangere in den ersten 3 Monaten. Ne? Alles klar. Genug Danke. Heilpraktiker, die sich auf Kinderwunsch zum Beispiel auch spezialisiert haben und dann da auch unterstützen und sowas. Das darf man. Ne? Ja, und dann darf man wieder weitermachen nach Beendigung des Wochenbettes. Genau. Ne? Das ist nicht so 1000-prozentig definiert, wann das Wochenbett beendet ist, aber es wird meistens, ne, wenn der Wochenfluss beendet ist. Grundsätzlich sonst, aber nur, also wenn man während dem Wochenbett, nur in Absprache mit dem Arzt oder der Hebamme. Ne? Wenn die jetzt aber irgendwie kommt, weil sie sich das Knie angeschlagen hat, ne, und jetzt dann dickes Knie hat, dann können wir das Knie natürlich behandeln. Was wir auch nicht machen dürfen, ist eine Konfliktberatung bei Schwangeren bezüglich des Schwangerschaftsabbruches, ne, würden wir gegen das Strafgesetzbuch zum Beispiel auch verstoßen. Was wir auch nicht dürfen, ist eine künstliche Befruchtung durchführen, weil wir gegen das Embryonenschutzgesetz verstoßen würden. Ja, und was wir leider auch nicht machen dürfen, ist irgendjemand zu kastrieren. Ne? Damit würden wir nämlich gegen das Gesetz über die freiwillige Kastration verstoßen. Ne? Das gibt es tatsächlich. Ja. Ne? Es gibt ja zum Beispiel Sexualstraftäter oder sowas, die sich dann freiwillig kastrieren lassen. Deshalb heißt dieses Gesetz tatsächlich so. Falls er das jetzt in der Prüfung vergesst, ich glaube nicht, dass er dann durch die Prüfung durchfällt. Deutschland ein Drama. Ganz genau. Nicht mal kastrieren darfst du. So. Jetzt kommt aber hier nochmal so ein ganzer Balk. Ne? Ihr seht so, dem anderen habe ich mehr Bedeutung zugemessen. Die haben wir relativ schnell durch. Thomas, geht es um Kastration nochmal? Nee, das läuft dann bei mir unter Trainingsunfall. Nee. ich diskutiere da gerade mit dem Andreas hin und her wegen kraniosakraler Therapie. Da gibt es ja auch Techniken, die an den Zähnen ausgeführt. Können wir darüber im Kurs sprechen? Ja. Weil wir haben, kein Problem. Weil heute ist auch öffentlich und so. Ja. Ne? Können wir gerne im Kurs drüber sprechen. Sprich mir einfach nochmal drauf an. So, dann hätten wir so die Leichenschau und den Totenschein. Also ich darf hier da die gerichtliche Leichenschau machen. Ne? Würde ich nämlich gegen die Strafprozessordnung verstoßen. Ich darf keinen Tod feststellen, ne? Den Totenschein nicht ausfüllen. Ja,
können wir, glaube ich, mit leben, mit dieser Einschränkung. Das sind dann die Bestattungsgesetze der Länder beziehungsweise auch in der Strafprozessordnung. Was wichtig ist, was häufig in der Prüfung auch nochmal kommt, ist die Blutentnahme und körperliche Untersuchung bei Beschuldigten. Also zum Beispiel vor eurer Praxis knallt, da gibt es irgendwie einen Auffahrunfall und die Polizei kommt rein und sagt, wir gehen davon aus, dass der alkoholisiert ist, ne? Unser Pustegerät funktioniert nicht richtig, können Sie dem mal Blut abnehmen? Nein, das dürfen wir nicht machen. Ne? Das ist uns verboten, bei Beschuldigten nach der Strafprozessordnung hier körperliche Untersuchungen oder Blutentnahmen zu entnehmen. Ich glaube, was uns auch nicht so sehr tangiert, ist, dass wir keine Transplantationen nach dem Transplantationsgesetz durchführen dürfen und auch keine Transfusion machen. Also ich glaube, da hat sich noch nie ein Heilpraktiker drüber beschwert. Jetzt kommen wir zum Sozialgesetzbuch. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das ist nämlich etwas, was uns sehr einschränkt. Und zwar können wir nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Das steht heute im Sozialgesetzbuch, früher war es in der RVO, in der Reichsversicherungsverordnung. Das bedeutet nicht, dass nicht unter Umständen ein Patient die Kosten bei seiner Kasse wiederbekommen kann. Das gibt inzwischen zum Beispiel beim HPP, habe ich es jetzt häufiger mitbekommen, in Gegenden, wo wenig Psychotherapeuten sind, übernehmen das teilweise gesetzliche Kassen. Oder Akupunktur oder sowas wird auch teilweise mal übernommen. Aber wir dürfen nicht mit denen direkt auf jeden Fall, Osteopathie auch, genau, dürfen nicht mit denen direkt abrechnen. Das ist uns das Sozialgesetzbuch verboten. Und was wir auch nicht machen dürfen, sind Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, also gelber Schein, bei gesetzlich Versicherten. Wir können gerne eine Empfehlung schreiben oder sowas. Ob der Arbeitgeber das dann akzeptiert, ist eine andere Sache. Also ich mache die Erfahrung, dass bei einer privaten Versicherung, wenn ich zum Beispiel jemand attestiere, Mensch, ne, der hat jetzt gerade einen Hexenschuss oder sowas, dann freut sich der Arbeitgeber, wenn er da irgendwas bekommt. Aber wir dürfen jetzt keinen offiziellen gelben Schein hier irgendwie ausstellen. Was haben wir noch Wichtiges? Was wir auch nicht machen können, sind Kuren und Rehabilitation verordnen. Damit würden wir nämlich über das Gesetz über die Angleichung der Leistung zur Rehabilitation verstoßen. Die haben alle so wunderbare Namen. Das finde ich auch teilweise schade. Ja. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Und zwar zum Heilmittelwerbegesetz. Da gibt es auch immer so viele Halbwahrheiten, die da so kursieren. Deshalb sollten wir uns mal die wichtigsten Punkte des Heilmittelwerbegesetzes anschauen und gucken, was denn tatsächlich verboten ist und was da nicht verboten ist. Wer hat sich denn damit schon mal auseinandergesetzt? Wer weiß denn was über das Heilmittelwerbegesetz? Ja, Nico. So ein bisschen habe ich mich da jetzt schon mal mit auseinandergesetzt. Also weil da ja unheimlich viele unterschiedliche Aussagen so kursieren, so dass genau. Wir überhaupt keine Werbung machen dürfen, was totaler Quatsch ist. Wir dürfen Werbung machen, nur die muss halt Hand und Fuß haben. Und es gab auch mal in welchen Prüfungsfragen, dass dein Schild, was draußen an der Praxis hängt, so und so viel Zentimeter groß sein muss. Und das stimmt halt auch alles so nicht. Aber ganz genau, wie es denn jetzt auszusehen hat, da würde ich dir natürlich eher lauschen. Da werden wir einen Teil davon bei uns im Intensivkurs, das schaffen wir heute nicht alles, darüber sprechen, ne, wie das mit Praxisschild aussieht. Das steht aber in der Berufsordnung für Heilpraktiker, wie es aussehen sollte. Das ist kein Gesetz. Ne? Wir gucken aber mal in dieses Heilmittelwerbegesetz rein. Das Heilmittelwerbegesetz bezieht sich auf der einen Seite auf Arzneimittel und auf der anderen Seite auch auf Medizinprodukte. Aber auch eben fasst es Dinge, wenn wir Leistungen anbieten. Erstens mal, was sich aus dem Heilmittelwerbegesetz heraus ergibt, ist, dass Heilversprechen unzulässig sind. Dafür kann ich belangt werden. Wenn ich sage, ich heile Sie auf jeden Fall, und sowas kommt einem ab und zu Ohren, dass Leute sowas verlauten lassen, dann kann er dafür angegangen werden. Was verboten ist, ist irreführende Werbung. Was ist denn irreführende Werbung, Thomas? Wenn ich mit irgendwas werbe, irgendwas verspreche, was ich nicht halten kann, was nicht nachgewiesen ist vielleicht, chemisch oder sowas. Nicole? Oder dass ich mit irgendwelchen Sachen Werbung mache, die ich dann letztendlich gar nicht anwende. Also irgendwelche Hilfsmittel oder so, die ich mir einfach aus dem Internet kopiert habe und in einen Flyer reingebracht habe und da letztendlich gar nicht mit arbeite. Bernd? Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen gehässig. Ich sage, irreführende Werbung ist zum Beispiel das, was die Margarineindustrie macht, die behauptet, dass Margarine den Cholesterinspiegel senkt. Kriegst gerade Applaus.
Simone? Wenn ich sage, ich bin besser als jemand anders, ich bin besser als der andere Heilpraktiker. Aber das ist unlauterer Wettbewerb. Das ist dann das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs, ne? wenn ich andere übervorteile. Ne? Bei mir gibt es die beste Akupunktur der Stadt zum Beispiel. Hm? Andrea? Oder wenn ich zum Beispiel sage, die Queen ist meine Stammpatientin, also wenn ich eine Person werbe, die... ja. Ja, Thomas? Ja, bei so Nahrungsergänzungsmitteln hat man das ja auch, dass man das nicht mehr sagen darf, dass, was weiß ich, jetzt Kreatininpulver die und die Wirkung erzielt. Ja, obwohl da ist es noch anders, ne? Weil es wieder kein Arzneimittel ist. Ne? Mhm. Also da gelten noch so andere Regelungen. Mhm. So, was ist noch verboten? Wir schauen es uns gleich mal im Detail an, damit ihr das auch wirklich wisst und nicht euch da auf irgendwelche Gerüchte verlassen müsst. Es gibt ein Verbot der Werbung für nicht zugelassene Arzneimittel zum Beispiel auch. Und ganz wichtig, Verbot der Werbung für bestimmte Indikationen. Ihr dürft zum Beispiel auch auf eurer Homepage nicht damit werben, ne, dass ihr tumoröse Erkrankungen behandelt, ne, oder Suchterkrankungen. Ausgenommen davon ist die Nikotinsucht. Auf der Homepage ist sowieso immer weniger ist mehr. Und ich würde einem auch immer raten, dass man die gegenlesen lässt, weil es gibt, wie gesagt, so viele Leute, die sich oder Kanzleien auch, die sich darauf spezialisiert haben, auf Abmahnungen, die ganz gezielt nach irgendwelchen Verstößen, denen sich derjenige meistens gar nicht bewusst ist, wirklich sucht. Also da ist wirklich allergrößte Vorsicht geboten. Ne? Also insgesamt ist es am besten gar nicht mit Erkrankungen in einer Art und Weise zu werben. Und ansonsten nochmal genau im Heilmittelwerbegesetz und so auch nochmal nachschauen, welche da rausfallen. Nicht erschrecken ist ein bisschen Text, aber ich habe mal so das Wichtigste hier ganz einfach mal rausgenommen. Hier, der erste Punkt sind Angaben, also das darf man alles nicht machen. Angaben, dass das Heilmittel oder Verfahren eben auch ärztlich, zahnärztlich, tierärztlich oder anderweitig fachlich empfohlen oder geprüft ist. Das darf man nicht schreiben. Dann darf man zum Beispiel, ich beziehe das jetzt mal sehr stark auf die Homepage, keine Wiedergabe von Krankengeschichten nehmen. Also Patient XY kam zu mir mit Borreliose und danach war er geheilt oder sowas. Nee, geht gar nicht. Dann eben die bildliche Darstellung von Personen in Berufskleidung. Auch schon passiert, dass welche sich im weißen Kittel zum Beispiel abgelichtet haben. Gar nicht gut. Oder bei der Ausübung der Tätigkeit von Angehörigen der Heilberufe. Findet man nämlich auch immer wieder. Aber ne, kann dagegen vorgegangen werden, also Vorsicht. Dann die bildliche Darstellung von Veränderungen des menschlichen Körpers oder seine Teile durch Krankheiten, Leiden oder Körperschäden, da sind wir in Bezug zum Heilpraktikergesetz. Die bildliche Darstellung der Wirkung eines Arzneimittels oder Verfahrens durch vergleichende Darstellung des Körperzustandes oder des Aussehens vor und nach der Anwendung. Sowas findet man in Fachfortbildungen teilweise, ne? Dass man sagt, also so sah es vorher aus und so nachher, ne? Guck mal zum Beispiel, wie die Statik sich verändert hat. Das darf nicht zum Patienten, zum Kunden oder so, also in die Öffentlichkeit zu einem Werbung, darf es nicht. Bildliche Darstellung des Wirkungsvorgangs eines Arzneimittels oder eines Verfahrens am menschlichen Körper. Und ganz wichtig auch, unverständliche fremd- oder fachsprachliche Bezeichnungen. So, für uns ist das normal, dass wir mit über viele Therapien reden, dass wir über Kinesiologie reden, über Bioresonanz oder was weiß ich. Das ist aber dann auch wieder Auslegungssache des Gerichtes. Was sind dem Laien verständliche Begriffe? Also muss man auch gucken, dass man da nicht irgendwo in eine Abmahnfalle irgendwie reintritt. Und dann darf man auch keine Aussagen tätigen, die geeignet sind, Angstgefühle hervorzurufen oder auszunutzen. Ne? Also wenn Sie das nicht nehmen, dann werden Sie wahrscheinlich Krebs bekommen. Ne? Solche Sachen sind absolut unzulässig. Dann Maßnahmen, die sich ausschließlich oder überwiegend an Kinder unter 14 Jahren richten. Preisausschreiben, Verlosung oder andere Verfahren, deren Ergebnis vom Zufall abhängig ist. Und hier haben wir das nämlich mit der Abgabe von Mustern. Ne? Also von daher ist es da aufgeführt, das wird aber in der Regel geduldet. Aber es ist im Heilmittelwerbegesetz aufgeführt. Ansonsten haben wir hier auch noch den Paragraph 9, Mensch ist schon spät, den Paragraph 9, der uns die Fernbehandlung verbietet, beziehungsweise hier wird die Werbung für Fernbehandlung verboten. Es ist aber völlig klar, dass ganz einfach ein Patient immer gesehen sein muss. Ne? Dass man nicht aus der Ferne am Telefon, inzwischen versuchen manche das ja übers Internet, so Beratungsservice aufzubauen. Die sind da aber sehr hart an der Grenze, eigentlich über der Grenze drüber, dass man keine Fernbehandlung machen darf, beziehungsweise keine Ferndiagnose. Das heißt nicht, dass man nicht eine Folge
Verordnung nach einem Telefongespräch mit einem Patienten machen darf. Aber der Patient muss in natura vor einem gestanden haben und man muss sich ein Bild gegeben haben. Und da kann ich auch nur an euch einen Tipp geben, falls ihr euch in irgendwelchen Foren, falls ihr euch in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder sowas aufhaltet, ne, wo häufig Laien diskutieren, hey, was kannst du dagegen machen. Wenn ihr da als Heilpraktiker irgendwelche Empfehlungen gebt oder so etwas, ne, und derjenige würde das nehmen, ne, und der hat dann irgendwie einen Schaden davon, dann kann der gegen euch vorgehen, ne, weil ihr damit eine Ferndiagnose gemacht habt, beziehungsweise eine Fernbehandlung. Ne. Also von daher ganz, 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 ganz vorsichtig. Es gibt hier also auch nochmal eine Richtlinie, die ich auch nicht unwichtig finde. Ich glaube nicht, dass das jemand von euch machen will, aber das findet man immer wieder bei Sachen. Und zwar, die Öffentlichkeitswerbung für ein Arzneimittel darf keine Elemente enthalten, die eine ärztliche Untersuchung oder einen chirurgischen Eingriff als überflüssig erscheinen lassen, insbesondere dadurch, dass sie eine Diagnose anbieten oder eine Behandlung auf dem Korrespondenzwege empfehlen. Ja? Das gilt jetzt nicht so sehr für uns, sondern das gilt für Leute, die für Verfahren oder Arzneimittel werben. Ne? Und diesen Verstoß, ja, da sind die Homepages dann immer in Holland, Tanja. Aber ich dürfte schon sagen, dass ich mich spezialisiert habe, zum Beispiel auf rheumatoide Arthritis oder so. Also das darf ich schon machen. Mit der schon, aber du dürftest jetzt nicht mit Tumorerkrankungen oder sowas kommen. Ne? Okay, das steht aber auf dem Index. Hm? Und solche Kärtchen, weißt du, so kommen Sie 10-mal zur Kolon-Hydrotherapie und Sie bekommen eine umsonst? Schwierig. Können wir das auch in den Kurs verlagern? Okay. Okay. Ne? Also, weil wir sind heute auch ganz öffentlich und deshalb so spezielle Fragen, die dabei sind, würde ich ganz gerne heute noch auslassen, weil wir auch gleich schon 10 haben. Ne? So, dann ist es eben auch so, dass außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel zur Anwendung bei Menschen nicht mit Angaben geworben werden, die nahelegen, dass die Wirkung des Arzneimittels einem anderen Arzneimittel oder einer anderen Behandlung entspricht oder überlegen ist. Das mal so ein kleiner Blick, das müsst ihr nicht alles wiedergeben können, aber man sollte das im Hinterkopf behalten. Wir halten für uns auf jeden Fall erstmal fest, dass mit dem Heilmittelwerbegesetz zum Beispiel uns es verboten ist, Heilversprechen zu machen. Und was sich daraus eben auch indirekt ergibt, ist keine Ferndiagnose und keine Fernbehandlung. Jetzt haben wir aber rechts hier noch so eine kleine Liste. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir nicht machen dürfen. Und zwar dürfen wir auch keine Begutachtung medizinischer Sachverhalte machen. Also wir dürfen jetzt keine gerichtlichen Gutachten oder so über jemanden vorlegen. Aus dem öffentlichen Interesse aufgrund des Fehlen eines Befähigungsnachweises, heißt es hier so schön in der Amtssprache. Was wir auch nicht machen können, ist die Unterbringung eines psychisch Kranken anordnen. Das verbietet das PsychKG oder Baden-Württemberg-Bayern nennt man das Unterbringungsgesetz, Hessen das Freiheitsentziehungsgesetz. Wir können das Ganze anregen, also wenn jetzt jemand zum Beispiel suizidgefährdet ist, aber wir können nicht anordnen, dass jemand untergebracht wird. Dann, ja, was man auch nicht vergessen sollte, ist sexuelle Beziehungen zum Patienten, auf jeden Fall nicht während der Behandlungszeit oder beziehungsweise während des Behandlungszeitraumes, ne, also während der bei uns in Therapie ist, sollte sich auch verstehen. Wenn er nachher eine Prüfung haben wollt, dann könnt ihr den auch mal bringen. Ist ja so. Und es gibt eben das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ne, wo Andreas vorhin drauf zu sprechen worden ist. Was ist das denn, unlauterer Wettbewerb? Wann mache ich mich dessen schuldig? Was wäre denn da, wie so schön juristisch heißt, ein Tatbestand, Nicole? Ja, wenn ich wenn jetzt noch ein anderer Heilpraktiker bei mir im Dorf ist und ich dann halt behaupten würde, dass ich besser bin als der, also wenn ich ganz klare Ansagen mache, dass ich was besser kann als jemand anderes, das ist unlauterer Wettbewerb letztendlich. Mhm. Richtig. Mhm. Was wäre noch unlauterer Wettbewerb? Nicole. Wenn ich vielleicht in meinem kleinen Dörfchen sämtliche Plakatwände für mich benutze und schreibe, ich bin die Beste und Tollste. Richtig, genau. Man kann eine Plakatwand, ne? Es gibt kein Gesetz, was uns das verbietet, aber wenn ich das übermäßig mache, eine übermäßig aggressive Werbung zum Beispiel auch mache, ne? Dann kann ich damit Probleme bekommen. Simone. Wenn ich unter Preis arbeite? Da kriegst du mit den Kollegen Ärger. Ne? Und wenn du im Verband bist, eins obendrauf, weil es die Preise ganz einfach. Aber das ist auch unlauterer Wettbewerb. Ja, ist es auch. Ne?
Und wenn ich zum Beispiel auch mit Werbung arbeite, die ganz einfach auf der sachlichen Ebene nicht den Tatsachen entspricht. Ne? Oder wenn ich lüge auch. Ne? Also wenn ich irgendwas besser darstelle, als es ist. Ja, ja, das wollte ich sagen. Also wenn man irgendwas behauptet, dann muss das auch zu belegen sein. Genau, es muss ja, Hand und Fuß sein. Tatsachen darf man ja sagen, aber das muss dann zu belegen sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe die meisten Patienten im Ort oder so. Genau. Und man kann das nicht überprüfen, dann das wäre nicht richtig. Genau. Ne? Also wenn ich in irgendeiner Art und Weise irreführe. Ja, womit wir uns im Kurs noch ein bisschen auseinandersetzen müssen, ist dann irgendwann mal das Medizinproduktegesetz und die Medizinproduktebetreiberverordnung. Aber jetzt mal so auf die Schnelle gesagt, ist es ganz einfach so, ich darf jetzt nicht irgendwie den Laser, den ich mir irgendwie in Taiwan im Urlaub gekauft habe, der keine CE-Kennzeichnung hat, den darf ich also auch nicht in meiner Praxis benutzen. Ich bin auch verpflichtet, ein Medizinproduktebuch zu führen. Ne? Wenn das Buch nicht vorhanden ist, darf ich das Gerät nicht in Betrieb nehmen und bin natürlich angehalten, dass ich da die notwendigen Check-ups und Wartungen durchführen lasse. Nicole. Darf ich doch kurz nochmal da eine Frage zu uns, weil wenn ich jetzt jemandem ein Gerät abkaufe, was eine CE-Kennzeichnung hat, ich aber keine Betreiberverordnung da habe, also kein Medizinprodukt, kein Buch, kann ich das nicht. Kann ich da musst du höchstens nachfragen, ob es beim Hersteller oder sowas, ne, da Unterlagen gibt. Ne? Also vom Hersteller kann ich mir die aber anfordern. Kannst du gucken, ob die haben, ne, ob der seine Wartung hat machen lassen und so etwas. Ansonsten darfst du es nicht in Betrieb nehmen. Okay, alles klar. So, und dann, das ist jetzt eigentlich eher eine Pflicht, aber darf ich natürlich nicht gegen Hygienerichtlinien verstoßen, ganz klar. Wir sehen also, da ist schon mal so ziemlich viel zusammengekommen, aber so das Allerwichtigste fehlt eigentlich noch, obwohl es ist eigentlich auch eine Pflicht. Und zwar dürfen wir natürlich niemals Verfahren anwenden, die wir nicht sicher beherrschen, beziehungsweise Erkrankungen behandeln, die wir nicht behandeln können, weil es jetzt nicht möglich ist, wie zum Beispiel Tetanus oder so etwas. Ne? Also es gibt ja jetzt, steht nicht im Infektionsschutzgesetz oder so etwas drin, es gibt kein Gesetz irgendwie über die Nichtbehandlung von Tetanus bei Heilpraktikern. Aber wir können das Ganze nicht behandeln. Oder wenn ich eben auch die Kenntnisse nicht habe, eine Erkrankung zu behandeln, dann darf ich das ganz einfach nicht. Und diese ganze Geschichte nennt sich ganz einfach Sorgfaltspflicht. Ne? Und die steht im Grunde erstmal über allen. Ne? Ich mache nur Dinge, in denen ich sicher bin, die ich beherrsche und der Patient ist kein Versuchskaninchen. Ihr bekommt diese Listen ein bisschen zusammengefasst, weil wie gesagt, das, was wir hier jetzt gerade hatten, ich glaube, das waren ja, 23 Seiten, wären ein bisschen viel. Fällt jemand noch irgendwie ein Verbot ein, was ich vielleicht vergessen habe? Also ich bin, glaube ich, auf 45 gekommen. Ich glaube, die Liste finden wir sonst nicht so. Ansonsten werden wir Donnerstag im Intensivkurs, also für die Prüflinge, das Ganze noch weiterführen. Und zwar werden wir noch zu den Pflichten gehen, uns da auf der einen Seite mal die rein rechtlichen Pflichten anschauen, wie Schweigepflicht, Dokumentationspflicht und sowas, aber auch die Berufsordnung für Heilpraktiker, weil die auch teilweise in den mündlichen Prüfungen gefragt wird. Ja, Ute. Sterbehilfe dürfen wir, glaube ich, auch nicht leisten, ne? Die dürfen wir auch nicht leisten. Ja, okay. Von daher, bei mir klingelt schon vor der Tür. Ich danke euch, dass ihr noch so lange wach geblieben seid. Ne? Wir hören uns die meisten demnächst. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Tschüss. Annette, ich weiß.